Das Wort dem Kollegen Roman Müller-Böhm, FDP-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte und Unternehmerinnen und Unternehmer der deutschen Reisewirtschaft. Es geht hier heute nicht, wie vielleicht allzu oft, um das Klein-Klein der Parteipolitik, sondern es geht hier heute um 3 Millionen Jobs. Es geht um 3 Millionen Menschen, die die Bundesregierung leider nur Heuchelei vorspiegelt. Und es geht um 3 Millionen Schicksale, die von dieser Bundesregierung ignoriert werden. Eine noch nie dagewesene Pleitewelle droht dem Tourismus in Deutschland nachhaltig zu schaden. Und das Einzige, was die Bundesregierung getan hat, ist, indem sie Zeit zu verplempern, indem sie im Rahmen einer 8-wöchigen Brieffreundschaft mit der EU-Kommission nichts erreicht hat. Absolut rein gar nichts. Sie verstehen einfach nicht, dass für eine Branche, die so vielfältig ist, auch mehr als nur eine Lösung anberaten ist, als nur Gutscheine durchzusetzen. Sie schmeißen einfach alles in einen Topf, von Reisebüros über Reiseveranstalter, Busbetriebe, Airlines, Hotellerie, Gastronomie. Und das sind nur einige wenige Beispiele, die diese Branche ausmachen. Dann setzen sich diese Insellösungen Gutscheine in den Kopf und scheitern auch noch. Ich sage Ihnen ganz deutlich, das ist wirklich der neue Tiefpunkt der Wirtschaftspolitik dieser Bundesregierung. Es wurde also dringend Zeit, dass von uns Freien Demokraten hier dieses wichtige Thema endlich auf die Tagesordnung gesetzt wurde und auch im Deutschen Bundestag beraten wird. Es gibt nämlich keine Zeit mehr zu verlieren. Für die Reisewirtschaft ist es bereits kurz nach 12. Und die Hilfsmaßnahmen, die bisher beschlossen wurden, laufen leider weitgehend am Tourismus vorbei. 16 Länder, 16 unterschiedliche Konzepte, wie die Hilfspakete zu beantragen sind. Es gibt Länder, da wurden bereits schon Gelder ausgezahlt. Da gab es hier beispielsweise in Berlin noch nicht mal einen Antrag, an dem man überhaupt sich hätte beteiligen können, um Geld zu erhalten. Das Ganze ist Bürgerinnen und Bürgern nicht zu vermitteln, und deswegen wollen wir sicherstellen, dass über die Finanzierungsinstrumente eines erweiterten Wirtschaftsstabilisierungsfonds die touristischen Betriebe in unserem Land mit Liquidität versorgt werden. Damit das möglich ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir einfach nur hier im Deutschen Bundestag den bereits eingesetzten Wirtschaftsstabilisierungsfonds auch für kleine Unternehmen zugänglich machen. Das alles kann aber auch nur ein Teil der Lösung sein. Wir können hier als Deutscher Bundestag ein Hilfspaket nach dem anderen beschließen. Wenn am Ende des Tages die Unternehmen nicht in der Lage sind, wieder ihre Arbeit aufzunehmen und auch wieder selbstständig Geld zu verdienen, wird das alles nichts bringen. Deswegen gilt, dass insbesondere auch noch mal durch die Verlängerung der Reisewarnung durch den Außenminister am 29. April weiter zusätzliches Chaos geschaffen wurde. Es ist absolut nicht einsehbar, warum für ein Ferienhaus, das in einer verhältnismäßig sicheren Lage ist, genau die gleichen Regeln gelten sollen wie beispielsweise für ein Hotel im Corona-Hotspot. Das ist nicht zu begreifen. Dafür müssen Sie drin nicht mal was machen. Wir brauchen nun eine Arbeitsgruppe bestehend von Vertretern aus Regierung, aus Parlament, den touristischen Betrieben und halt auch von Wissenschaftlern, die gemeinsam nun ein schnelles Konzept vorlegen, wie wir in den Bundesländern auch dann wirklich einheitlich handeln können. Diese Arbeitsgruppe, und das sage ich auch ganz deutlich, verdient es dann aber auch, weil er heute ja nicht hier ist, dass er dann vom Minister geführt wird. Weil alles andere unterhalb der Ministerebene wäre wirklich eine Beleidigung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieser Branche. Zum Schluss richten sich noch meine Worte an alle die tollen touristischen Betriebe in unserem Land. Ich kann sehr gut verstehen, dass Sie wütend sind. Ich bin es in diesem Thema auch. Denn Sie durchleben gerade die schlimmste wirtschaftliche Krise Ihres Lebens. Und ganz im Gegenteil, diese Regierung leistet da halt nicht wirklich mal auch nur den Funken eines Versuches von Aufmerksamkeit. Gut noch zu sehen, beispielsweise am letzten Mittwoch im Tourismusausschuss, als wir dann versucht haben, mal zu bitten, dass Herr Altmaier sich auch zum Thema äußert, war also die Koalitionsfraktion der Meinung, dass wohl selbst für den Minister zu viel zugemutende wäre, wenn er in einer Videokonferenz erscheinen muss. Ich appelliere also an die Bundesregierung, an die Koalitionsfraktion, lassen Sie uns die Zukunft des Tourismus jetzt retten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller-Böhm. Nächster Redner ist